Herr Erbacher, die erste Woche der Synode liegt hinter uns und in 13 Papieren konnte man nachlesen, was die Ergebnisse waren. Sie haben diese Papiere studiert. Was ist Ihr Fazit? Also man sieht zum einen, dass es Punkte gibt, die sich durch viele Sprachzirkel durchziehen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch einzelne Punkte, wo der eine Sprachzirkel mehr Akzent draufgelegt hat als der andere. Was zieht sich durch? Das ist zum einen, dass man sich eine positive Sprache wünscht am Ende. Zunächst mal würdigen, was Familien tun für Kirche, für sich selber, für die Gesellschaft, aber auch zu würdigen, wenn Menschen versuchen, in Ehe und Familie zusammenzuleben. Da gab es ja in der früheren Zeiten eher auch immer wieder mal gern so kritische Töne. Ich habe den Eindruck, viele Synodenväter, viele Synodenteilnehmer wollen, dass man würdigt, was da ist, bevor man vielleicht anfängt, auch kritisch zu sein. Das andere, was sich durchzieht durch einige, das ist ganz interessant, dass man den Eindruck hat, das bisherige Papier, mit dem man arbeitet, ist sehr stark aus einer europäisch-westlichen Perspektive geschrieben. Da fühlen sich manche in Afrika und Asien nicht richtig wahrgenommen. Das wird jetzt Aufgabe dieser Sprachzirkel sein, auch diese Perspektive hineinzubekommen. Und vielleicht ein spezielles Thema, das fand ich ganz interessant, dass man zum einen sagt, wir müssen auch achten auf Ehepaare, deren Kinderwunsch nicht erfüllt wird, dass wir die zum Beispiel begleiten. Wie sieht es aus mit Familien, in denen es Menschen mit Behinderung gibt, kam 2-3 Mal vor. Also das sind dann eher so Spezialpunkte, die jetzt nicht alle durchziehen. Jetzt sind wir mittendrin in Teil 2. Worum geht es da und wird das spannend? Sagen wir mal so, die Synode hat so ein bisschen so eine steigernde Dramaturgie. Also man arbeitet sich von 1, wo man sagen kann, das waren eher so die Grundlagen auch der Familie, die Analyse der Situation. Da findet man vielleicht auch in den Sprachgruppen sehr schnell eine Einigkeit. Über die 2, wo es jetzt dann schon auch mal so ein bisschen um das Thema Unauflöslichkeit von Ehe geht und eher theologischere Themen, hin bis zum Teil 3, der dann am Ende kommt, wo es dann auch um die heißen Eisen geht, wieder verheiratet, geschiedene, gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Also es ist schon so eine steigernde Dramaturgie drin und ich gehe davon aus, dass die Diskussionen jetzt schon ein bisschen kontroverser werden im zweiten Teil. Wenn man noch mal kurz auf die Papiere zurückkommt, da ist ja zum einen, einige haben geschrieben und genau aufgelistet, einige Teilnehmer sahen das so, andere Teilnehmer sahen das so und andere waren formuliert mit, wir haben das so und so empfunden. Also da hat man irgendwie eine gemeinsame Sprache gefunden. Was sagt das aus? Ist diese gemeinsame Sprache eher dann der große Kompromiss, der da schon in dieser Gruppe gefunden wurde oder wie deuten Sie das? Also gerade aus der deutschen Gruppe hat man ja auch dieses starke Wir gehört. Was ich so aus dieser deutschen Gruppe zum Beispiel höre, ist, dass die Modi, die Änderungsanträge, die konkret zum Arbeitspapier gemacht wurden, dass die fast alle einstimmig beschlossen wurden. Also hier kann man schon sagen, zumindest was diesen ersten Teil des Papiers anbetrifft, hier hat man wirklich ein Wir gefunden, eine große Gemeinsamkeit. In anderen Zirkeln ist das nicht der Fall. Da muss man aber vielleicht auch sagen, wenn in einem Zirkel Teilnehmer aus allen Kontinenten sind, aus vielleicht 10, 15 verschiedenen Ländern, die Herausforderung, die Situation von Kirche, von Gesellschaft ist so unterschiedlich, da ist es vielleicht auch schwieriger, dann zu einem Wir zu finden, weil einfach die Sorgen, Nöte, die Ideen ganz unterschiedlich sind. Es fand sich ja auch immer wieder drin in mehreren Berichten, dass dieses Wir vielleicht gar nicht immer so zwanghaft sein muss, sondern vielmehr noch auf die Bischöfe übertragen werden muss. Denken Sie, das ist überhaupt realistisch? Also das ist schon eine ganz interessante Entwicklung, dass es immer wieder hier die Stimmen gibt und die Frage gibt, was muss wirklich die Zentrale entscheiden und was muss vielleicht lokal auf Bischofskonferenzebene oder sogar noch tiefer der einzelne Bischof entscheiden. Und ein Synodenteilnehmer sagte vor wenigen Tagen, vielleicht hätte der Papst zunächst mal eine Synode machen müssen zum Thema Subsidiarität und erstmal schauen, was wird auf welcher Ebene entschieden und dann in die inhaltliche Arbeit überzugehen. Jetzt muss man das, glaube ich, beides gemeinsam machen. Man muss sich eine strukturelle Frage stellen und eine inhaltliche Frage. Das macht das Ganze natürlich nochmal sehr spannend und ich glaube schon, dass am Ende etwas herauskommen wird, wo in einigen Teilen der Papst sagen wird, das muss nicht ich hier in Rom entscheiden, sondern hier sind die Bischöfe gefordert. Also dieser stärkere Akzent auf die Verantwortung des Bischofs in seiner Diözese ist eine Sache, die man bei diesem Papst schon länger sieht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende in einigen Fragen, die gerade auch in Deutschland interessieren, es in diese Richtung gehen wird.
Jetzt einmal raus aus dem Vatikan, rein ins Internet. Sie schreiben selbst den Blog ZDF Papstgeflüster, aber einige Bischöfe äußern sich auch in Blogs. Das beobachten Sie ganz genau. Wie nehmen Sie das da wahr? Was wird da ausgeplaudert, was auch nicht? Also man muss sagen, die Informationspolitik hier bei der Synode, auch schon bei der letzten, die ist ein bisschen schwierig. Wir erfahren nicht, was die einzelnen Synodenteilnehmer gesagt haben. Wir dürfen sie ansprechen, aber es ist immer schwierig, alle 270 jeden Tag da zu kontaktieren und zu sagen, was habt ihr gesagt, wer hat was gesagt. Deshalb ist es ganz interessant, dass einige ihre Statements ins Internet stellen. Das muss man sich zusammensuchen. Das ist natürlich, sage ich mal, auch ein Stück weit, sag mal, sieht man, dass hier auch katholische Kirche, dass hier Bischöfe die modernen Medien nutzen, auch Social Media, viele, die sich über Facebook äußern. Man kriegt dadurch kein repräsentatives Bild der Synode, sondern das muss man wissen. Also man muss einfach hinschauen genau. Es hilft natürlich, manches zu verstehen. Man bekommt damit auch so ein bisschen ein Feeling vielleicht, was in der Synode wirklich passiert. Aber repräsentativ ist es nicht, weil es natürlich sehr selektiv ist. Man findet auch nicht alles. Also das Web ist weit und manchmal ist es einfach ein Zufallstreffer, dass man sieht, ach guck mal, der Bischof, der Kardinal hat sein Statement veröffentlicht. Herr Erbacher, ganz herzlichen Dank für Ihre Eindrücke und Ihre Analysen des derzeitigen Standes der Synode. Bitteschön, gerne.